Herzlich willkommen bei Wetter Online. Ja, der Frühling verwöhnt uns in diesen Tagen so richtig. Vor allem im Süden gibt es Sonne satt, sonst ziehen etwas dichtere Wolken durch. Zum nächsten Wochenende sieht es dann leider deutlich schlechter aus. Der Montag bleibt nur im Nordosten wolkiger. In den anderen Landesteilen ziehen zwar Schleierwolken durch, diese trüben den schönen Gesamteindruck aber kaum. Nach frostiger Nacht steigen die Werte auf 8 Grad an der Ostsee und knapp 15 Grad in Nordrhein-Westfalen. Da der Ostwind einschläft, fühlt sich dies noch wärmer an. Der Dienstag bringt zwischen Hamburg und Berlin trübes Wetter. Sonst scheint die Sonne meist durch hohe Wolken hindurch. Die Temperatur steigt im Vergleich zum Vortag überall um 2 bis 3 Grad an. Dabei frischt der Wind im Norden wieder etwas auf. Am Mittwoch zieht eine schwache Wetterfront mit vielen Wolken und etwas Regen über die Landesmitte hinweg. Im äußersten Norden und Süden bleibt es am sonnigsten. Der Donnerstag wird dann wohl der schönste und wärmste Tag der ganzen Woche. Im Südwesten sind bis nahe 20 Grad möglich. Am Freitag kündigen dichte Wolken und erste Tropfen ein wechselhaftes Wochenende an.